Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pigment. Oh yeah, wir haben in der letzten Folge schon sehr viel geschafft. In den Fernquellen haben wir alle Teile. Haha, im Zentrum des Waldes haben wir ebenfalls alle Teile. Und im Wald der Hoffnung auch alle Teile. Wo uns noch Teile fehlen, das ist jetzt zum Beispiel die Absturzstelle und da fliegen wir direkt mal hin. Absturzstelle, genau. Ich habe jetzt übrigens mir eine externe Soundkarte geholt, damit die Aufnahmequalität meines Mikrofons besser ist. Oh, das sind ganz viele. Seht ihr das? Die Tabletten da? Oh Gott, das sind da generell ganz viele. Oh mein Gott, habe ich irgendwas verpasst? Oh mein Gott. Okay, wartet mal. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht ich bin da so ein bisschen paranoid, würde ich mal fast sagen. Es kann auch sein, dass es jetzt hier irgendwie so einen übelsten Endgegner dann gibt am Ende. Und ich dann deswegen so viele Pigment brauche. Ich weiß es nicht. Deswegen. Und wir haben noch ziemlich viele Tage Zeit. Deswegen sammle ich jetzt einfach mal ein paar ein. Mal gucken, was dabei rauskommt. Warte mal, jetzt habe ich ganz viele. Das sind zum Beispiel jetzt hier die Roten. Hier rot. Und die wechseln ihre Farbe. Da können wir die ja so ein bisschen mal vermehren, ne? Das ist jetzt kein Problem. Warte mal, ihr beiden macht mal hier Stopp. Oh Gott. So, du und du. Yay, sehr schön. Hier waren noch irgendwo nur ganz große Tablettis. Ich nenne die mal Tabletten. Ich weiß gar nicht, wie die wirklich scheißen. Was? Wieso komme ich denn nicht hoch? Wieso? Was? Wieso? Komme ich da nur so hoch? Komme ich da jetzt echt nur so hoch? Oh. Aber die Frage ist. Warte mal. Wenn die über das Ding hochkommen, wie komme ich denn da hoch? Das verwirrt mich jetzt gerade so ein bisschen. Und ihr könnt da jetzt, wenn ihr wollt, hier hoch. Hier, macht mal. Aber wie kommt. Hä? Warte mal. Darüber? Nee. Ich komm da. Warte mal, ich muss die Ansicht ändern. Nee, ich komm da irgendwie. Ist das irgendwie ein Rätsel oder so? Okay. Nee, warte mal. Ich hab eine Idee. Die ist vielleicht trotzdem schon kacke, die Idee, aber ich probier's einfach mal. Ihr geht da jetzt hoch. Genau. Really, genau. Ich geh jetzt hier mal rum. Ich experimentiere hier gerade mal so ein bisschen jetzt rum. Ich kann da jetzt irgendwie hier lang gehen dann, ne? Warte mal, hier ist eine blaue Tablette. Dann nehme ich mal einen blauen Pigment dafür. Oh Gott, hier sind so viele Tabletten. Das ist Wahnsinn. Vielleicht ist es auch einfach so ein Recover-Level, falls man ganz viele verloren hat. Versteht ihr, was ich meine? Nee. Wie komme ich denn da ran? Bin ich deppert? Ich dachte, ich könnte das Fläche jetzt so rüberwerfen. Nee. Ich glaube, ich bin gerade. Und da war eben mein Handy. Tut mir leid, das hat gerade geklingelt. Hätte man nie seine Ruhe. Nee, es war ohne Scheiß, wie komme ich schon. Hab ich irgendwie was verpasst? Nee, warte mal, schau dir mal alle her. Ist ja jetzt auch egal. Leute, kommt alle her. Wir ignorieren das jetzt einfach. Nehmen wir, worauf wir uns fokussieren. Ja. Fokussieren wir uns da drauf? Ich weiß gerade gar nicht, worauf fokussieren wir uns denn. Warte mal, da gibt's. Warte mal. Ich bin gerade so ein bisschen zerstreut, aber hier kann man gerade so viel machen. Das ist eigentlich Wahnsinn. Warte mal. Die roten kommen mal wieder hier rein. Alle roten hier rein. Ja klar, nicht werfen. Rein hier. Nicht werfen. Rein. Ach, diese Steuerung. So, ich nehme mal ein paar gelbe, war das ein gelbes Tablettchen. Ich habe das Gefühl, nicht bloß, dass die gelben hier wichtig sein könnten. Nee, warte mal, das habe ich euch reingesteckt. Ich bin gerade so ein bisschen zerstreut. Ich muss aber auch zugeben, ich habe schon seit 2 Wochen oder so nicht mehr Pigment gespielt, ja. Ich glaube, mein gesamtes Pigment-Display besteht aus 4, 5 Aufnahmen. Ich mache da immer so alles auf einmal. Oh, war ich zu nah dran?
Habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Oder muss ich... Warte mal. Ja, warte mal. Ich bin von der falschen... Oder? Ach, verwirrend alles. Und überhaupt, wann habe ich, warum habe ich ja eigentlich jetzt einen roten Pikmin mit drin? Kann mir die Frage mal irgendjemand beantworten? Wieso? Hallo? Ich spiele jetzt gerade erst seit... Wie lange spiele ich jetzt schon? Seit 5 Minuten? Da wird schon kein Bock mehr wegen der Steuerung. Mhm. Ich geh jetzt mal... Je, was ist denn das da für ein Vieh? Was ist denn das? Was ist denn... Oh Gott, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Das traue ich mir jetzt nicht zu. Das traue ich mir jetzt nicht zu. Warte mal, die Blauen kommen mal zurück. Alle Blaue da rein, dann gehe ich mal mit ein paar Roten dahin. Weil die Roten sind ja so meine kleinen Kämpfer, Lies. Ich weiß, tut mir leid, ich muddle gerade alles Thema um, aber ich bin gerade so ein bisschen überfordert mit dem ganzen Spaß. Ich hoffe, das merkt ihr. Nee. So, und jetzt noch ein paar Rote mehr. Oh Gott, ob ich das alles schaffe? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt noch ein paar Rote raus. Jetzt versuche ich mal den Dicken da zu besiegen. Hoffentlich hat er keine geheime Kampftechnik. Die jetzt meine ganzen Pigimon vor allem. Pikmin glatt macht. Warte mal. Okay, da vorne ist auch so ein Teil. Das muss ich jetzt ran. Na, mal gucken, wie lustig das jetzt wird. Na, mal gucken. Okay, der ist ziemlich unbeeindruckt. Mal so. Ja, die Hälfte ist mal wieder verloren gegangen. Und jetzt greift ihn einfach mal an. Kann der irgendwas Besonderes? Oder ist da einfach nur... Stimmt, da kann ich mal was Besonderes. Ich dachte, da war jetzt sonst noch was los. Mhm. Ganz super. Aua. Der hat Aua gemacht. Ist jetzt irgendwas gebracht? Oh, der hat die reingeschlagen alle. Okay, das ist fies. Moment mal, hä? Ich brauche hier Bomben, um da durchzukommen. Wo kriege ich denn hier Bomben her? Wie ätzend ist denn das? Warte mal. Ich muss gleich gucken, ob ich hier irgendwo Bomben finde. Weil ich habe gerade absolut keine Ahnung, wo ich die bitte herkriegen soll. Nein, ja, mach jetzt hier nicht... Ah, oh. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, der ist irgendwie stärker. Na, jetzt guck ich jetzt mal so ein bisschen nach Bomben. Bomben, Bomben. Da sind Bomben. Sehr schön, schon Bomben gefunden. Aber erstmal jetzt die Roten wieder zurück, weil die brauche ich eigentlich nicht. Da hinten, da stelle ich mir vor, brauche ich sehr viele Blaue. Deswegen stecke ich die mal alle zurück. Und kümmere mich jetzt erstmal hier noch um die Gelben. Ich glaube, ich verkacke, also ich verbrate hier gerade die ganze Zeit von dem Tag. Total sinnlos. Und hier noch ein paar Gelbe, weil Gelbe cool sind. Ja, so. Diese Pflücken hier. So. Die müssen reichen. Sehr schön. Jetzt werden wir das Ding wegsprengen. Ich hoffe mal, dass sie das machen. Genau. So. Habt ihr alle Bombis? Habt ihr alle Bombis? Sehr schön, haben alle Bombis. Da kommt es auch mit. Bei mir gibt es keine Faulen. Oh, langsam habe ich es wirklich drauf. Wie machen wir denn das jetzt? Warte mal. Hier ist dieses gelbe Ding. Das hätte ich gerne bei mir. 1, 2, 3. Ich schieße einfach mal ein paar hoch. Aber jetzt sind wir schon mit Bombe hier. Ohne Bombe. Jetzt. Ja, ohne Bombe. Warum schießt er jetzt alle mit Bomben hoch? Ich habe extra ausgewählt, dass er die ohne Bomben nimmt. Ach, zum Glück gehen die nicht einfach trotzdem hoch. Das wäre fatal. Naja, egal, genau. Ich pack das hier weg. Und die mit den Bomben kommen wieder alle zurück zu mir. Genau. Bombenkommando hier entlang. Bomben. Zu mir, zu mir, zu mir, zu mir, zu mir, zu mir. Hey, du hast hier gar nicht gezündet, Idiot. Komm her. Wahnsinn lange ich für diese eine Bombe, für diese eine Teils gerade brauche. Sehr schön. Wie machen wir denn das jetzt? Warte mal, das, ist das jetzt genug hier? Ja, ist halt genug. Ihr kommt jetzt wieder zurück. Jetzt brauche ich 20 Rote für die rote Tablette. Ich bin jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, überorganisiert.
20 für die rote Tablette und der Rest wird dann mit blauen aufgefüllt. So. Blauen pflück ich mal direkt. Pflück. 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 Wie schön ich das nochmal sage, dass ich sie pflücke, hä? Hä, wieso? Ey, ihr mit den Bomben. Ihr sollt... Oh, blöden Bombenleger hier, warte mal. Alle rein da. Auch die mit Bomben. So. Ey, die mit den Bomben... Warum kommen da mit den Bomben trotzdem mit? Da... Ich verstehe es nicht. Naja, dann komm halt mit, du komischer Bombenheini. Wobei, die anderen haben alle ihre Bomben fallen lassen, außer du. Du gehst da jetzt rein. Ob du willst oder nicht. So. Blöde KI. So. Es ist erstmal ein Abenteuer, hier alle hochzukriegen. Ich habe natürlich immer noch unendlichen Schleue. Jetzt. Nur genau 20 rote mit hochgenommen. Das heißt, sie müssen genau aufgehen. Wenn ich jetzt hier irgendwo einen roten vergessen habe, war es das. Okay. Mindestens genug. Und. Wobei, ich kann nur vielleicht noch einen blauen draufhauen. Oh ne, es reicht genau. Okay. Oh, und da 20 blaue. Sorry, ich bin ein bisschen gierig gerade. So. Ist das gut? Ah! Ich verstehe. Komm rein, zurück. Das ist ja ultra ätzend. Das ist ja richtig ätzend. Lol, aber lustig ist es. Lustig ist es auf jeden Fall. Zuck. Da brauche ich eindeutig mehr Blaue. Da brauche ich auf jeden Fall mehr Blaue. Noch ein paar. Hier nochmal zwei. Und dann nochmal ein. So, ihr tragt das hier mal weg. So. Letztendlich habe ich eigentlich jetzt nicht wirklich viel in der Folge jetzt hier geschafft. Doch, ich habe mich ein bisschen umgesehen. Aber irgendwie habe ich jetzt... Wie schnell man so einen Tag verschwenden kann, ist eigentlich Wahnsinn, ne? Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch ganz viele Blaue, um das Vieh da zu besiegen. Oh, habe ich jetzt am Ende heute nicht viel geschafft. Das ist irgendwie total traurig. Das tut mir leid. Glücklich ich immer noch ein bisschen. Dann werde ich am nächsten Tag ganz wieder einfach besiegen. So schwer kann diese blöde Muschel ja immerhin nicht sein. Es ist ja noch eine blöde Muschel. Muschel ist Muschel. So. Ich gebe jetzt alle rein. So. Und euch nehme ich alle nochmal mit, wenn ich gegen die Muschel hier fighten will. Ich weiß gar nicht, was das für ein Teil ist, aber ich glaube, das ist relativ wichtig, wenn man extra dafür nochmal hier zurück muss. Das ist aber auch ein relativ kleines Teil. Aha. Das Schwierigste ist, hier hochzukommen. Ah. Na, ah, gut, einer hat es auch geschafft. So, mal gucken, ob wir die jetzt noch platt kriegen. Aber ich glaube sogar eher nicht. Der Tag ist schon ziemlich fortgeschritten. Okay. Oh, zuck. Oh nein. Hier ist es viel. Zuck. Okay, aber jetzt haben wir es. Pass auf. Und... Sehr schön. Haben sie besiegt. Oh, was? Ich habe einen Positron-Generator gefunden. Den Positron-Generator gefunden. Kombiniert man ihn mit Solarzellen, so kann man unglaublich viel Elektrizität gewinnen. Der Fund kommt gerade richtig. Diese Instant-Raumspaghetti... Was? Diese Instant-Raumspaghetti werden aufgewärmt. Etwas besser schmecken. Hat jetzt trotzdem gefressen? Ich hatte das Fieber besiegt? Muss ich das verstehen? Das ist ja voll gemein. Hier sind noch ganz viele Perlen. Oh. Ach nee. Ach, ich dachte schon, die KI wäre so blöd und würde jetzt unbedingt hier lang wollen.
Ja, das habe ich jetzt gerade schon. Ich glaube, das schaffe ich heute nicht mehr, oder? Wenn sie schnell sind, vielleicht doch. Also ganz elegant habe ich das jetzt heute nicht gelöst. Das muss ich zugeben. Aber es hätte schlimmer werden können. Es hätte ganz schön schlimmer werden können. Daher bin ich eigentlich ganz zufrieden. Sag mal, hilfst du hier auch mit? Nee, er hilft nicht mit. Hat er wohl keinen Bock zu. Oh, warte, aber da fällt mir gerade was ganz Schlimmes ein. Ich muss jetzt hier noch zu Ende ernten. Weil wenn der Tag um ist, ich glaube nicht, dass ich nochmal zurückkomme. Ich habe das letzte Teil jetzt hier schon geholt. Ja, Beeilung, Beeilung. Dann machen wir das schnell. Schnell alles pflücken. Pflück, 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 pflück. Ah, das schaffen wir. Der Countdown ist doch noch nicht an. Und nach der Beeilung, Beeilung haben, hat man ja meist noch ein bisschen Zeit. So, genau. Oh yeah, das vorletzte Teil. Sehr schön. Komm, das schaffen wir auf jeden Fall. Der Positronengenerator. Jetzt habe ich, glaube ich, auch besser betont. Dieser Generator ist so energiegeladen, dass man eine Ladung abbekommt, wenn man sich ihm nicht fachmännisch nähert. Okay. Das klingt doch gut, 29 von 30 Teilen. Ja, wir können weitere Gebiete gucken. Vordringen, wie auch immer. Aber guck mal, das sieht doch schon fast fertig aus. Richtig nice. Sieht fast so aus wie vorher. Jetzt geht's erstmal darum, alle reinzustecken. Die Musik hat sich auch ein bisschen verändert hier, kann das sein? Eh nicht werfen. Ich möchte hier gerne sammeln. Dankeschön. Ich verstehe bis heute noch nicht so ganz diese Steuerung. Dabei habe ich das Spiel schon fast durchgespielt. Das soll schon was heißen. So, du kommst her. Ihr kommt auch alle her. Der haut irgendwo dagegen. Aber ich habe keine Zeit nachzugucken, wo er dagegen haut. Ach. Ist hier eine Treppe oder so? Kommt man hier irgendwie hoch? Ne, egal. Ich habe jetzt keine Zeit dafür nachzugucken. Erstmal habe ich alle. Ja, sehr schön. Ich habe alle. Was ist hier? Hier ist eine Treppe. Ich gucke mal ganz genau hier hin. Kann das hier irgendwie. Nee. Vermutlich ein einfach noch Gräser oder so. Ach, keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall haben wir den Tag holprig, aber doch gut überstanden. Wir haben unser Ziel erreicht. Das ist die Hauptsache. Hätte ich, wenn ich ehrlich bin, nicht gedacht. Five, five. Mal gucken, was als nächstes kommt. Da bin ich wirklich gespannt. Und wenn es schlecht wird, wir können ja hier auch, glaube ich, noch neue Pikmin holen. Das ist jetzt, glaube ich, auch eher so ein Level, der dafür da ist, dass man seine Population. Was? Ich habe einen übersehen? Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Naja, jetzt kann ich es auch nicht ändern. Das Level ist, glaube ich, eher dazu da, um seine Population nochmal zu erhöhen. Okay, 24 Tage seit Absturz. Ein einziges Teil fehlt noch. Da ich 29 Teile gefunden habe, ist der Dolphin fast wieder vollständig intakt. In den Tiefen des Waldes unter mir sehe ich eine Region, in der ich das letzte Teil vermute. Dies ist ganz klar mein letzter Versuch. Mein Lebenserhaltungssystem wird in 6 Tagen versagen, aber nur Mut. Ach komm, Olimar, das schaffen wir locker. Unsere Population ist auch schön gestiegen heute. Das sieht schick aus, wir haben 2 zurückgelassen. Aber hey, das speichern wir mal. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Was ist das? Der letzte Versuch. Das klingt ganz schön episch. Oh Gott, da oben. Seht ihr da, was alles runterfällt? Wie geil. Das ist schon immer so? Dass da oben so viele Sternstuppen sind? Ach nee, die sind nur da, wenn ich. Nee, egal. Ich sag dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Junge, Let's Play Pikmin. Und vielleicht wird das sogar die letzte Folge. Ihr könnt gespannt sein. Ciao. -i.